Ah, nee. Hey, warte mal, wo bin ich denn hier? Ah. Ja. Was mache ich denn? Was ist da unten? Wo bin ich da hinten? Da ist eine Karte, ne? Ja. Ah, ich will diese Karte haben. Ah, hier komme ich hierher, okay. Ne, warte mal, wo waren die Treibstofftanks? Shit! Ah, da! Auf der anderen Seite, nein! Oh Mann, okay, ich lass ihn in Ruhe, ist mir egal. Die hole ich mir jetzt nicht nochmal extra. Aber ich hole mir diese Karte. Karte hole ich mir auf jeden Fall. Die hole ich mir auf jeden Fall. Habe ich das übersehen oder bin ich hier einfach nur nicht lang gerannt? Nee, hier bin ich gar nicht lang gegangen, ne? Doch. Oh, dann habe ich das echt übersehen. Wow. Nice, Maxi. Du bist krass. Aber... Genau, ich müsste mich zurückhangeln. Um dann wieder da hinten hinzukommen, glaube ich. Ja. Okay, ich lasse es. Hier sind keine weiteren Treibstofftanks, oder? Nichts, was ich kaputt hauen, ja klar, kaputt hauen. Kaputt schießen kann. Schade. Gut, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir einfach weiter. Oh yeah. Weiter gehen, oh yeah. Bam. Einfach kaputt ballern. Da komme ich eh nicht hoch. War hier nicht irgendwie Munition? Hab ich hier nicht... Ach, egal. Ein altes sowjetisches Schild. Ach. Echt? Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, Lara. Einer muss in der Nähe sein. Ja. Möglich. Das ist ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Okay. So, wir können was upgraden. Nice. Und zwar entweder... Okay, ich upgrade den Bogen. Eindeutig. Kann ich nicht. Hiervon kann ich nichts upgraden. Ich könnte einen anderen Bogen upgraden, aber das ist nicht nötig. Was mache ich denn? So. Ja. Rückstoßstabilität. Ja. Machen wir natürlich. Und haben wir einen Fähigkeitspunkt? Nein. Okay. Dann spielen wir weiter. Komm ich hier? Da komme ich gar nicht lang, ne? Oder? Ach doch, tauchen, klar. Tauchen. Okay, das ist cool. Da ist der andere. Sehr nice. So, was haben wir hier? Da ist unser Zielort. Sonst haben wir auch nichts weiter, ne? Nichts zum Einsammeln oder so? Ich sehe nichts. Alles klar. Warst du mit Konstantin unten in Syrien? Ja, war ein ganz schönes Chaos. Was? Konstantin hatte nicht erwartet, sie dort anzutreffen. Sind wir zusammen mit den anderen ab? Noch nicht. Wir halten die Augen offen und drehen unsere Runde. Apropos Croft, sie ist immer noch da draußen. Wollen die sie immer noch reden? Sie macht zu viel Arbeit. Sie hätten sie töten sollen, als sie die Chance hatten. Nützlich. Hey, hilf mir hier mal. Die wollte sie rekrutieren. Nein, einen Moment. Es steht uns nicht zu,
zu spekulieren. Kann ich den? Bei Sichtkontakt erschießen wir. Kann ich nicht. Oder was passiert, wenn ich zu ihm hinspringe? Was ist los? Der verdammte Truck ist hin. Lass es gut sein. Wir nehmen sowieso nichts von dem Mist mit, wenn wir abziehen. Identifizieren. Oh Gott, das war knapp. Okay, davon kann ich keinen nehmen. Doch klar. Hast du das gehört? Das sehe ich mir an. Hab ich? Moment, da war was. Nein. Ach Mann! Okay. Haben wir hier irgendwas? Nee. Okay. Aber ich bin gerade echt leise, ne? Also ich sag gerade richtig wenig. Einfach weil ich mich hier gerade mega konzentrieren muss. Dass ich nicht zu viel Falsches mache. Was selten der Fall sein wird. Aber egal. Gebe mir Mühe. Nicht entdeckt zu werden. Aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich will. Ich glaube, da unten ist nichts. Ich glaube, hier ist später was. Da komme ich nicht durch, okay. Oh, mein Greenscreen. Also die Softbox meine ich für den Greenscreen. Also das Licht da oben. Das blendet übel. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. St. Peregrinus, Schutzpatron der Todkranken. Oh. Ich glaube, ich nehme bald mal eine Zeit lang komplett ohne Cam auf. Das ist echt, also, das ist nicht gut für meine Augen. Jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Ja klar, retten. Ihr rettet definitiv nichts. Ich gehe mal hier hoch. Erstmal. Ah. Ich glaube, da hätte ich eh nicht lang gekonnt. Die Leiter war ja kaputt. Aber hier glaube ich auch nicht, ne? Oh doch. Oh, nee. Ach, dein Ernst. Komm ich da wieder hoch? Nee, aber da oben ist eh nichts, wie es aussieht. Wieso kann ich da rauf? Muss doch hier lang. Ach doch, ich kann noch weiter hoch. Okay, alles klar. Ah, okay, ja, gut. Ich hab nichts gesagt. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Hä? Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Okay. Sah aus wie Lippenstift, oder? So ein bisschen. Kommt. Wahrscheinlich ist meine Fantasie einfach nur zu komisch. Aber für mich sah das echt aus wie Lippenstift.
Irgendwie. Ah. Da ist noch... Ja, komm. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen, ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Alter, wie kann man sowas seinem Bruder antun? Heilige Scheiße. What? Ohne Witz. Okay, da muss ich hoch. Hier komme ich eh nicht weiter. Okay. Ich dachte, ich habe da noch einen Weg gesehen, aber nein. Habe ich nicht. Die Mauer ist nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Und ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Aber Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange. Und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst und das hier hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. So. Oh, diese ganzen mega langen Texte, das ist immer so anstrengend. Wir spielen und dann kommen immer so viele Texte, die ich halt gerne mitnehmen will, weil es ist halt echt trotzdem interessant. Oh, es ist so viel! Wenn Sie hier predigen wollen. Jonah. Okay. Sind noch irgendwas? Nein. Gut. Hier oben? Nein. Muss ich hier lang? Ja, da muss ich lang. Okay, dann gibt's hier bestimmt noch irgendwas zu finden. Irgendwas zu holen. Oder auch nicht. Dann gibt's da bestimmt nichts zu finden oder was zu holen. Nein, definitiv nicht. Und ich habe nie etwas anderes behauptet. Alter! Negativ. Wir fahren mit der nächsten Phase der Operation fort. Bereitet euch auf den Abzug vor. Okay, ich weiß nicht, ob er schon seine Leute gewarnt hat, sag ich mal. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, aber ich glaube nicht. Wir sind voll mit Pfeilen, alles klar. Oh Gott! Achso, hier hoch. Nicht da hoch! Hä? Ah! Ja, klar. Drahtseil nutzen, um da hochzukommen. Die kann sich auch nicht festhalten. Denn so groß ist sie in dem Punkt diesmal nicht. Ausnahmsweise. Oder ich bin einfach nur scheiße gesprungen. Ich bin nur scheiße gesprungen, ist das dein Ernst? Alter, Lara hat so einen guten Gleichgewichtssinn. Ohne Witz. Ist ja unglaublich. Und die stirbt nie. Ich glaube, die stirbt nie. Nie im Leben wird die mal sterben.
Allein weil sie bald die göttliche Quelle findet. Und dadurch ewig leben kann. Hoppa! Nice! It's my time to shine! Bam! Geil. Geil. Das war nochmal... Oh, das war geil. Das war ein schöner Kill. Ich fand den echt nett. Heilige Kacke, ey. Die hat immer noch Kraft, um aufzustehen und weiter irgendwo lang zu klettern und zu rennen und... Was auch immer. Alter. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Bitte nicht! Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Ja. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Deine Ansicht von richtig will ich haben, ey. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Um jeden Preis. Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir sind fast in Position. Alter. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Alter. Alter. Einfach nur Alter. Einfach nur, Alter. Ohne Witz. Jonah darf nicht sterben, ey. Jonah darf nicht sterben. Das können die nicht machen. Das können die nicht machen. Die können Also. Das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Können sie ein... Nee. Ey, einfach nein. Achso, kann ich durch? Ja, kann ich durch, okay. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Ziel erfasst. Sie ist hier! Feuer frei! Okay.
Wieso ist sie gerade gesprungen? Alles klar. Danke, dass ihr das Licht ausgemacht habt. Hab mich ein bisschen geblendet, muss ich sagen. Oh nee. Alles klar. Irgendwas zum Einsammeln? Ja, Munition. Okay, Holz brauche ich nicht. Scheiß drauf. Oh, das war gut gehittet. Muss ich ja sagen.